Ich grüße euch, meine lieben Zuschauer. Wie im letzten Video versprochen, zeige ich euch in diesem Video meine zentrale Steuereinheit von meinem Smart Home System. Das ist eine SPS, speicherprogrammierbare Steuerung heißt das, und da habe ich eine Controlino Maxim Einsatz. Und ich habe dann bei Controlino mal angefragt, ob sie mir hier nicht so ein Stück zur Verfügung stellen könnten, damit ich euch das hier mal im Detail zeigen kann. Das ist dann passiert. Vielen Dank auch an der Stelle an Controlino. Und jetzt in dem Video zeige ich euch das, wie die so aufgebaut ist, was man mit der jetzt so machen kann. Und wir werden das dann in Betrieb nehmen und hier so einen kleinen Versuchsaufbau starten. Also, das ist hier so Thema von dem Video. Viel Spaß! Werfen wir zunächst einen Blick auf die verschiedenen Typen und auf den Lieferumfang. Ich habe jetzt hier eine Controlino Maxi Typ 100-100-00. Und es gibt hier noch verschiedene Typen, dazu komme ich gleich. Hier der Lieferumfang, denkbar unspektakulär, das heißt hier für euch, für die Inbetriebnahme, ihr braucht dann hier noch ein USB-Kabel, das findet man aber meistens bei einem Drucker oder so, also das wird nicht das große Problem sein. Und natürlich braucht man noch eine Energieversorgung, entweder 12 Volt oder 24 Volt Gleichstrom, so wie man das halt hier aus der Industrie kennt. Es gibt jetzt hier von dieser Maxi aber noch verschiedene Modelle. Zum Beispiel gibt es hier die Maxi Power, die dann stärkere Relaisausgänge hat. Hier so wie mein Relaisausgang, der ist hier auf 6 Ampere beschränkt. Das heißt, maximal 6 Ampere kann ich schalten. Mit dem Power Modell habe ich hier stärkere Relais. Es gibt dann aber auch zum Beispiel noch die Maxi Automation. Das ist dann hier speziell für die Industrie. Da sind ein paar industrielle Schnittstellen dabei. Ihr wisst ja, in der Industrietechnik, da wird zum Beispiel analog ein Signal zwischen 0 bis 10 Volt übertragen oder diese typischen Stromschleifen 4 bis 20 mA oder 0 bis 20 mA. Und solche analogen Outputs gibt es dann hier bei dem anderen Modell. Aber für euch oder generell für so Heimprojekte ist hier dieses Modell zum Empfehlen. Als nächstes möchte ich euch gerne zeigen, aus welchen Teilkomponenten sich so eine Controlino Maxi zusammensetzt. Und wir wissen ja, es gibt hier einen Mikrocontroller, der die ganzen Input und Output steuert, beziehungsweise die ganzen Daten oder Signale auch hier verarbeitet. Und als Mikrocontroller kommt hier ein Mega 2560 zum Einsatz, das ist genau dieser IC hier. Und dieser Mikrocontroller, den kennt man vom Arduino Megaboard. Und ihr seht schon hier USB, USB, das wird über USB programmiert und genau auch über die Arduino IDE. Das heißt, im Wesentlichen läuft die Programmierung gleich ab, als wie hier bei so einem Arduino Mega oder wie bei einem Arduino Uno. Dann gibt es ja hier verschiedene Komponenten, die noch integriert sind. Zum Beispiel haben wir dann hier ein RTC-Modul, das ist ein Echtzeit-Uhr-Modul und da könnten wir zeitgesteuert zum Beispiel Abläufe hier triggern, das heißt, um eine bestimmte Uhrzeit soll hier zum Beispiel ein Pin ein- oder ausschalten. Das ist möglich. Werde ich jetzt hier für meine Projekte vorerst nicht brauchen, aber ist eine praktische Sache, wenn das dabei ist. Dann haben wir auch verschiedene Inputs, digitale und analoge. Und ihr wisst ja, hier beim Arduino zum Beispiel oder generell bei diesen Mikrocontrollern, da dürfen wir ja auf diese Pins maximal 5 Volt oder bei einigen überhaupt nur 3,3 Volt hinaufgeben. Deswegen braucht man hier speziell bei den Inputs Spannungsteiler. Das sind jetzt hier so automatische Spannungsteiler, die hier verbaut sind, die dann umschalten, je nachdem, ob wir jetzt hier 12 Volt oder 24 Volt anliegen haben als Betriebsspannung. Denn ihr wisst ja, wenn wir hier mit 12 oder 24 Volt auf so einen Pin hinaufgehen, dann gibt es nur noch eines und zwar Game Over. Deshalb, wir haben hier so verschiedene Spannungsteiler vorgeschaltet, damit wir hier dann auch wirklich mit 12 oder mit 24 Volt Inputs hier arbeiten können. Dann gibt es hier verschiedene Ausgänge, es gibt Relaisausgänge, es gibt aber auch digitale Ausgänge und die können zum Teil auch BWM, also die Pulsweitenmodulation. Naja, und das geht mit einem Relais nicht mehr, deshalb sind hier so High-Side-Switches, sagt man dazu, verbaut. Das sind hier so MOSFETs, genauer definiert sind das dann so B-Kanal-MOSFETs, die hier vom Controller angesteuert werden und wo wir dann hier vom MOSFET den Ausgang hier oben haben und als Eingang eben dann diese Spannungsteiler, die hier vorgeschaltet sind. Es gibt aber auch hier Relaisausgänge, also einmal hier oben und dann hier unten. Das sind einfache Schließer jetzt und das wäre dann in etwa so etwas. Also diese Print-Relais, die hier jetzt verbaut sind, sind wesentlich kleiner. Das ist jetzt hier ein Wechselrelais, das sind jetzt hier einfach nur Schließer.
Und dann gibt es hier noch einen Ethernet-Controller und das ist ja eigentlich für mich das Wichtigste hier an dem Modell jetzt. Und da ist hier ein WS5100-Controller auch verbaut. Das ist genau dieser Chip hier, wie man ihn auch vom Arduino Ethernet Shield kennt. Natürlich gibt es hier noch viele, viele weitere Bauteile, zum Beispiel Dioden oder halt die Kondensatoren, Sicherungen, alles was man halt hier noch so an Peripherie braucht. Und das Ganze ist dann alles hier so auf einer Platine hier zusammengefasst und daraus setzt sich dann die Controlino Maxi zusammen. Werfen wir aber jetzt noch einmal einen Blick auf die einzelnen Ein- und Ausgänge sowie auf diese Pinheader hier. Auf der Website von Controlino könnt ihr euch hier zu jedem Modell ein sogenanntes Pin-Mapping herunterladen und ein Pin-Out herunterladen. Das heißt, hier haben wir eine schöne Übersicht, wie intern hier was verdrahtet ist und wie wir auch hier extern was anschließen können. Fangen wir hier mit der Energieversorgung an, das heißt zweimal Ground und zweimal Plus, also in dem Fall jetzt plus 12 Volt oder plus 24 Volt, je nachdem welche Systemspannung wir hier haben, das können wir hier oben anklemmen. Die sind intern gebrückt, das heißt, wenn wir hier nur mit einem Leiter hineingehen, könnten wir auch hier die nächste Komponente weiter versorgen und parallel dazuschalten im Schaltschrank. Dann sind hier noch die Relaisausgänge, das sind ja hier überwiegend Schließer, die hier beschrieben sind und wir wissen ja hier höchstens 6 Ampere und maximal hier 250 Volt AC oder 30 Volt DC. Und das ist immer dann wichtig, in dem Fall jetzt hier zum Beispiel Relais 0, wissen wir dann, das ist hier intern der Pin 22 und dementsprechend können wir hier das dann über die Software ansteuern. Und hier gibt es dann auch immer noch eine Übersicht im Detail, wie das jetzt intern verdrahtet ist, zum Beispiel beim Relaisausgang der AT Mega Output, also der wirklich der Pin vom IC oder vom Mikrocontroller geht dann hier über die ESD Protection weiter zum Relais und hier ist dann die Klemme. Hier oben die digitalen Ausgänge und da sehen wir auch wieder hier der Mikrocontroller, der ESD-Schutz und dann hier dieser Power-MOS, der High-Side-Switch, also der B-Kanal-MOSFET. Auch hier wieder die interne Pin-Bezeichnung, damit wir das über die Software entsprechend ansteuern können. Hier noch die analogen Eingänge. Oder auch die digitalen Eingänge sieht man dann auch hier wieder sehr schön. Klemmblock, der automatische Spannungsteiler, wieder ESD-Schutz und dann sind wir hier schon direkt auf den Pin. Dann haben wir hier das Pin-Mapping für die RTC, das ist hier I²C oder I²C, dass wir hier die Echtzeituhr auslesen können oder programmieren können. Und das gleiche auch noch hier für Ethernet. Und dann, das ist jetzt hier nur bei meinem Modell, gibt es ja noch diesen Pfostenstecker, also den Pin-Header. Und da kann man dann direkt auf die internen Pins zugreifen. Aber hier jetzt wirklich Vorsicht, denn hier maximal 5 Volt. Hier sind auch nur sehr kleine Ströme, die man hier beziehen darf. Und das hat aber hier den entscheidenden Vorteil, dass ich hier jetzt zum Beispiel Sensoren aus der Arduino-Welt, was weiß ich, zum Beispiel einen DS28B12, glaube ich, heißt der, ja, dieser Temperatursensor, den könnte ich dann hier direkt zum Beispiel anschließen. Und das ist ein Vorteil gegenüber den vielen anderen SPS-Systemen, die es da so am Markt gibt. Da kann ich jetzt so Sensoren aus der Arduino-Welt natürlich nicht direkt anschließen. Und das ist hier für mich schon etwas ganz Wichtiges. Das heißt, auch ein Display oder so, das könnte ich jetzt hier direkt über diesen Pin-Header anschließen. Kommen wir nun zum praktischen Teil. Ich möchte mit euch gemeinsam jetzt die Controlino Maxi hier in Betrieb nehmen. Ich habe hier bereits ein paar Vorbereitungen getroffen. Die Energieversorgung kommt jetzt hier direkt vom Labornetzteil, das heißt 12 Volt momentan. Und der LED-Strap, der ist ja auch hier für 12 Volt, ist glaube ich ein einfärbiger. Der ist jetzt hier auf einen digitalen Output angeschlossen. Und da können wir jetzt dann in weiterer Folge eine Software schreiben, die hier diesen LED-Stripe blinken lässt. Oder auch mit der Pulsweitenmodulation können wir hier eine bestimmte Helligkeit einstellen. Wir sehen jetzt auch hier, zwei LEDs leuchten bereits. 12 Volt sind grün, 24 Volt sind orange, weil hier die 12 Volt Betriebsspannung okay ist und die 24 Volt sind hier außerhalb der Toleranz. Das ist ein ziemlich praktisches Feature. Ich zeige euch mal was. Ich drehe jetzt hier die Versorgungsspannung vom Labornetzteil mal runter auf etwa 10 Volt. Und wir sehen jetzt hier, dass beide orange sind. Genauso, wenn ich jetzt hier auch das wieder hochdrehe. Jetzt sind wir wieder in einem Spannungsbereich, der passt. Und wenn ich jetzt hier so auf 15 Volt gehe, sind wir wieder außerhalb beider Spannungen. Und bei 24 Volt in etwa wechselt dann hier die LED. Das heißt, jetzt sind die 24 Volt okay und die 12 Volt passen nicht.
Das ist ein Feature, das mir persönlich sehr gut gefällt und das zeigt auch, dass man sich hier bei der Entwicklung von diesem Produkt auch wirklich viele Gedanken gemacht hat. Ich muss das Ganze jetzt aber hier wieder auf 12 Volt herunterdrehen, denn dieser LED-Strap ist ja nur für 12 Volt geeignet. Jetzt werden wir hier am Computer die Arduino IDE in Betrieb nehmen. Ich zeige euch, welche Libraries wir hier installieren müssen. Und dann werde ich hier das USB-Kabel anschließen und wir werden hier unser erstes Testprogramm hochladen und dann sollte das auch gleich funktionieren. Die Arduino IDE werden die meisten von euch schon installiert haben. Die kann man sich ja hier kostenlos herunterladen. Und als erstes brauchen wir hier einmal die Library. Das heißt, wir gehen hier einfach mal auf Bibliotheken einbinden, Bibliotheken verwalten. Und da sollte jetzt dann gleich ein Fenster kommen, wo wir dann hier die verfügbaren Bibliotheken sehen. Müssen wir hier kurz warten, genau. Und jetzt geben wir hier einfach Controlino ein. Und dann sollte hier eine verfügbare Bibliothek kommen, genau. Und jetzt klicken wir hier auf Installieren. Das dauert jetzt hier kurz. Und dann haben wir hier schon mal die Controlino Library installiert. Und jetzt müssen wir hier noch bei dem Board Manager hier etwas hinzufügen. Und zwar müssen wir hier aber zuerst unter den Voreinstellungen hier eine URL für den Boards Manager einfügen. Ich habe die bereits kopiert, die findet ihr hier im Manual vom Controlino Projekt. Und wenn wir jetzt hier auf das Board gehen, auf den Board Verwalter, dann sollten wir hier, wenn wir wieder nach Controlino suchen, wieder eine Board-Bibliothek finden und auch die installieren wir. Es dauert dann hier jetzt wieder eine gewisse Zeit und das war es dann eigentlich auch schon. Nach der erfolgreichen Installation der Bibliotheken kann ich die Controlino Maxi anschließen. Und als erstes wählen wir hier als Board einmal die Controlino Maxi aus. Und dann müssen wir auch noch den richtigen COM-Board zuweisen. In meinem Fall ist das jetzt hier der COM5. Und jetzt könnte man hier schon direkt losprogrammieren. Es gibt jetzt hier auch Beispiele. Ich zeige euch jetzt hier mal was von Controlino selbst. Es gibt hier für die Maxi ein paar Beispiele oder für die verschiedenen Modelle. Und es gibt auch so Common-Beispiele. Und da gibt es zum Beispiel Blinking LEDs und da gibt es jetzt hier eine Library, die inkludiert wird, die nennt sich hier Controlino und dahinter ist eigentlich nur ein Bin-Mapping. Das bedeutet hier, wenn wir hier Controlino D0 zum Beispiel als Bin, als Output hier definieren, dann ist das wirklich hier, so wie es physikalisch auf der Controlino beschriftet ist, auch der D0. Es besteht aber auch die Möglichkeit, und das würde ich euch empfehlen, wenn ihr hier speziell mit Sensoren und so arbeitet, dass ihr auch hier wirklich auf die richtigen Bins immer zugreift, dass ihr hier einfach die Standardbeispiele nehmt. Und da gibt es zum Beispiel ja auch von Arduino selbst das Blink-Beispiel. Und ich habe ja jetzt hier auf meiner Controlino auf dem Digital Output 11 das Ganze angeschlossen und laut diesem Bin-Mapping-Plan ist das hier intern der Bin 13. Das heißt, ich muss jetzt hier wirklich den Bin 13 definieren und auch hier nochmal den Bin 13 einschalten und dann wieder ausschalten. Das heißt, hier muss man einfach mitdenken, hier das Bin-Out vom Plan hier dann entsprechend anpassen und dann sollte das auch funktionieren. Ich werde das jetzt hier dann gleich hochladen und wir werfen einen Blick auf die Controlino. Der Programmupload war schon erfolgreich und wir sehen jetzt hier, genauso wie wir das haben möchten, das Ganze blinkt jetzt hier. Und ich werde jetzt hier noch das Fading-Programm hochladen, also dieses BWM-Demo-Programm und auch hier entsprechend den Bin anpassen und dann sollte das Ganze hier immer schön heller und dunkler werden. Und auch dieses Demo-Programm funktioniert wunderbar. Als letztes möchte ich euch hier noch zeigen, wie jetzt so Sensoren und Displays angeschlossen werden. Das heißt, wir haben ja hier diesen Bin-Header, da können wir auch hier mit dem Pfostenstecker ran. Und wir haben hier oben zum Beispiel 5 Volt und Ground. Die nehme ich jetzt hier für das Display, also der Strom reicht hier aus. Und dann brauchen wir ja hier für die Kommunikation noch SCL und SDA. Das ist in dem Fall jetzt hier Bin
21 und hier bei SDA der Pin 20, so wie es auch am Arduino Mega der Fall ist. Und ich habe dann hier so eine Library herausgesucht für so LCD-Displays mit I2C-Controller und dann habe ich hier mit dem Scanner die Adresse gesucht und jetzt werde ich hier dieses Programm einfach mal hochladen und dann sollten wir hier am Display Hello Controlino sehen. Und genau so ist es, das heißt auch hier diese Schnittstelle, das funktioniert hier wirklich hervorragend. Das war jetzt hier mal so eine kurze Einführung in die Controlino Maxi mit ein paar Beispielen, was man da alles machen kann. Zusammengefasst bin ich mit dem wirklich sehr zufrieden, da es sehr robust ist, da es hier sowohl für die Industriewelt als auch für die Hobbywelt einsetzbar ist und wir hier eine SPS haben, die von Haus aus hier über Ethernet verfügt, die programmiert werden kann wie in Arduino und somit auch die ganzen Sensoren und Displays und alles, was es hier so gibt an Modulen für den Arduino, die sind hier alle kompatibel. Und das ist hier wirklich das, was mir hier an dieser Sache so besonders gefällt. Wer das Video über mein Smart Home System noch nicht gesehen hat, wo diese Controlino auch in Action läuft, ich habe euch hier einen Link in die Videobeschreibung gestellt, da könnt ihr euch das mal ansehen, da ist auch hier die Ethernet-Schnittstelle zum Beispiel in Betrieb. Und wenn ihr hier generell noch mehr sehen wollt, auch hier so zum Thema mal Ethernet, wie das jetzt hier wirklich bei mir im Detail funktioniert, meldet euch, schreibt einen Kommentar, wir können da schon mal was machen. Das war's aber jetzt hier zu dem Thema. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich würde mich natürlich sehr über ein Abo freuen und wir sehen uns dann beim nächsten Projekt wieder. Macht's es gut, euer Alex. Ciao.